Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade vorher schon ein Video gedreht. Jetzt zeige ich euch was. Ich habe gestern Mörderpost bekommen von Shan. Sie nennt sich hierbei, sie hat jetzt ganz aktuell einen YouTube-Kanal. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. Sie nennt sich bei YouTube Klimbim Ellie. Und das Klimbim Ellie sagt eigentlich schon wahnsinnig viel aus. Shan ist ein Mensch. Die ist wahnsinnig kreativ, wirklich. Ja. Sie ist eigentlich so ein Stück weit mein Vorbild. Sie packt was an und macht was draus. Es ist immer wieder großartig zu sehen, was du aus deinen Sachen machst, Chan. Und das Paket, was mich gestern erreicht hat, hat mich echt mal vom Hocker gehauen. Ich zeige euch jetzt nur eine Sache. Der Rest ist mit ihr abgesprochen, dass ich es nicht zeige, weil sie. Ja, es hat einfach Gründe. So, ich zeige euch jetzt was. Sie hat für mich ein Valentinstags-Backflip gemacht. So, jetzt hat man ja hier tausend Sachen, die man sich angucken möchte, die man anfassen möchte. Und ja, ich zeige euch jetzt. Ich fange jetzt einfach mal von vorne an, arbeite mich nach hinten durch. Und ja, so, Thema ist Valentinstag. Ich habe mich mega darüber gefreut. Das ist ein wahnsinnig geiles Backflip. Finde ich total schön. Und das Thema, was du dir ausgesucht hast, ist noch schöner. Ich mag den Valentinstag sehr, sehr gerne und ich fange jetzt mal an. Hier vorne hat sie so kleine Paperclips selber gemacht. Das ist einmal der und jo, Moment. Nee, andersrum. Moment, Moment, Moment. So, ich glaube, das war Absicht, dass sie das so gemacht hat. Das war Absicht, du willst mich ärgern, oder? Sag's ruhig. So, ich nehme das jetzt auseinander. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. So. Und das ist der andere, der andere Paperclip. Finde ich mega schön. Ja, also gar keine Frage. Die sind wirklich unheimlich schön und passen super zum Valentinstag. Dann hat sie. Hier ausgestanzt, drei verschiedenfarbige Herzen. Die sind so Glitzer und hinten kann man die Folie abmachen und man kann sich die halt wo draufkleben. Ja. Die finde ich unheimlich schön, weil die funkeln auch mega doll. Ich denke mal, das sieht man eigentlich ganz gut im Video. So, dann ist hier drin eine Klammer, die sie auch noch verziert hat. Finde ich auch sehr schön. Das Motiv, das gefällt mir unheimlich gut. Moment, das mache ich mal hier wieder dran. So. Und dann ist hier drin ein Umschlag. Und den machen wir jetzt direkt mal auf. Ich bin ja neugierig, ne? Und hier hat sie eine Karte gebastelt. Oha, okay. Wow. Die ist echt schön. Seht ihr? Und jetzt, ich denke mal, jetzt seht ihr auch, was ich meine. Sie verbindet so viele Sachen in einem. Und ja, es ist einfach ein Traum. Also Schan hat echt beim Basteln. Das gewisse Know-how, das, was mir immer so ein bisschen fehlt. Ich wünschte, ich wäre auch mal so kreativ wie sie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier ist dann noch ein Umschlag. Oh, ah ja, sowas kenne ich, oh mein Gott. So, ja, das ist solche Karte, die man quasi einfach zusammenklappt, in den Briefumschlag macht und man denkt sich, was ist das? Und dann klappt man das auf und denkt sich, wow. Ich habe mal sowas gemacht, meins war ein völliger Fehler. Ich glaube, das kann ich euch sogar zeigen. Das ist im Endeffekt. Nee, das ist das nicht. Nee, ich glaube, das habe ich sogar schon weggeschmissen. Egal. Ja, hier seht ihr wieder, was ich meine. Sie ist wahnsinnig kreativ und das ist einfach alles so, so schön. Das werde ich hier auf jeden Fall auf meinen Tisch stellen, auch wenn ich hier nicht wirklich viel Platz habe. Sandy weiß ja, wie es bei mir aussieht. Ja, es ist halt wirklich nicht viel Platz. So, und dann haben wir hier noch einen Umschlag drin. Da gucken wir auch mal rein. Es tut mir leid, wenn ich so huste. Ich habe seit heute früh mega Reizhusten. Keine Ahnung warum. Dann ist hier noch eine Karte drin. Und die ist auch schön mit den Steinen von drauf. Und hier hat sie Washi geklebt. Love and Lucky. Ja, Love and Lucky. Sehr schön. So, das war's denn jetzt hier? Ja. So, dann kommen wir zur nächsten Tasche. Hier hat sie, das sieht aus wie ein Strohhalm oder irgendwas. Ja, hat sie so ein,
ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wie nennt man das eigentlich? Auf jeden Fall hat sie hier auch was gemacht. Hier oben ist dieser Elefant drauf von MFT. Genau, die habe ich ja auch. Finde ich sehr süß, das Teil. Das gefällt mir echt gut. Und dann ist hier... Gib deinen Gedanken Beine, deinen Träumen Flügeln und deinem Herzen einen kleinen Stoß. Was ist das? Och nein, oh wie süß das ist. Guck, Moment, ich mach das mal auf und dann können wir uns das mal zusammen angucken. So, das ist quasi so eine... Ja, da kann man quasi was reinmachen. Ne? Finde ich sehr, sehr schön. Gerade um das wieder zu verschenken, ist das echt schön. Das gefällt mir wirklich gut. Mag ich sehr gern sowas. Gerade wenn so Sprüche drauf sind, das gefällt mir immer sehr gut. So, dann kommen wir zur nächsten Tasche. Die hat sie auch wieder. Hier, ich denke mal, das ist wie so ein Card Candy. Sieht echt hübsch aus. Und dann sind hier... Ach nein, guckt mal. Das ist ja... Schan, du bist denn der Amor oder was? Er schießt mich mit Pfeilen. Gott, guckt mal, ach, wie süß das ist. Ach nein. Ach ja, die sind echt süß. Guckt mal. Ja, mit Liebe. Das stimmt allerdings. Schan macht ihre Sachen immer wirklich sehr, sehr doll mit Liebe. Ja, sehr cool. Dankeschön. Die sind wirklich niedlich. Oh, und dann sind hier... Oh nein, du bist doch verrückt. Leute, ich habe echt noch nicht reingeguckt in das Backflip. Ich habe alles andere ausgepackt. Das Backflip habe ich nicht. Ich habe das nur von... dem Papier befreit. So. Hier sind Card Candies, die sie gemacht hat. Und die kenne ich. Davon hattest du mir mal, glaube ich, Bilder geschickt. Und hier seht ihr auch Klimbim Ali. Ja. Und ich liebe deine Card Candies. Und die sind so, so schön. Und hier sind noch mehr drin. Oh mein Gott. Guckt mal. Ja, sie gibt sich halt immer so viel Mühe, ne? Und man weiß das echt zu schätzen. Also ich weiß das sehr, sehr wohl zu schätzen. Das hier finde ich auch echt hübsch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mag ich. Ja, schön. Dankeschön. So, ich gucke jetzt mal hier rein. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ich will mich ja nicht... Hier ist noch mehr. Moment, ich... Oh Gott, hier sind noch mehr Card Candies drin. Oh mein Gott. Ist noch was? Dass ich es nicht vergesse. So. Hier hat sie so ein... Ja, so ein Schüttelelement gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr süß. You are very special to me. Oh, ich beziehe das mal auf mich, ja. Nein, Quatsch. Hier hat sie dann nochmal so Card Candies gemacht. Die finde ich sehr schön. Ich mag die Elefanten. Ich mag das auch, wie du kolorierst. Das sieht so schwammig aus. Ich mag das sehr gern. Hier sind nochmal Card Candies. Da hat sie solche Schleifen gemacht. Die habe ich auch schon unzählige Male gemacht. Ich kann sie aber nicht mehr sehen. Ich habe mal 46 Stück an einem Arm gefaltet. Nie wieder. Oh ja, und guckt mal, auch wie süß die sind. Ja, sehr, sehr schön. Und dann auch mit den Wolken so im Hintergrund. Sehr schön. Wirklich, wirklich sweet. Die sind total niedlich. Und dann hängt hier noch an der Schleife noch so ein... Moment, ich mach das mal ab. Gut. Hängt hier noch so ein... Das ist aus Holz. Das hat sie auch selber gemacht. Guckt mal, wie schön das ist. Oh, das ist so niedlich. Das hänge ich mir hier auf jeden Fall mit an meinen Platz. Dass das halt immer hier ist. Ja, dann ist hier oben noch... Und hier hängt das dann alles dran. Ja, das hänge ich mir ja auch hin. Geklimper, finde ich ganz toll. Hier hat sie dann nochmal solche Klammer gemacht, wie hier unten. Ja, ich mag das Motiv echt sehr gern. Das ist schön. Ich mag das mit den Rehen, das sieht hübsch aus. Und dann ist hier oben ein Umschlag drin. Ein großer. Und ich habe gesehen, jetzt kommen wir erstmal hierzu noch. Hier sind auch noch, hier ist auch noch so ein Holzherz. Ja. Boah, Schan, ganz ehrlich, du hast es echt drauf. Du gibst dir immer so, so viel Mühe. Und hier ist nochmal so ein Paperclip. Den finde ich auch sehr schön. Ja. Und hier ist, oh nein, eine Stanze. Guckt, meine, das sind doch diese Eckstanzen aus dem Action, ne? Cutting und Embossing Die. Ich glaube, das sind die. Finde ich sehr schön, weil so Eckstanzen habe ich nämlich noch gar nicht. Irgendwann ist ja dann immer das erste Mal. Und hier sind dann noch so Doilies drin in Herzform. Finde ich auch sehr schön. Habe ich auch noch nicht. Ich habe immer bis jetzt nur runde. Runde oder eckige. Ja, sehr schön. Das mache ich hier hinten gleich wieder rein. Und jetzt kommen wir zum Umschlag.
Und ihr seht da mal, wie sie ihre Backflips aufbaut. Das sind wirklich 4 Etagen. Sie klebt die immer aufeinander. Finde ich sehr, sehr schön. Oh, hier sind Stempelabdrücke drin. Oh nein. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Oh, die Vögel, die sind ja süß. Och Mann. Oh, guck mal. Oh, wie süß die sind. Oh, es tut mir leid, wenn ich so husten muss, wirklich. Hier die Katzen, die finde ich total cool. Ich mag die Katze, die guckt so richtig schön bescheuert. Ich könnte euch jetzt mal meine Teetasse zeigen. Meine Teetasse guckt genauso. Hier hat sie mir die Dinos schon mal nochmal abgestempelt. Ach, die Dinos, nicht die Drachen. Oh, die Hasen. Oh, sind die süß. Oh, guckt mal. Oh, die Blumenkarre ist ja auch süß. Ah ja, die Vögel, die sind sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, Shan. Da freue ich mich echt. Über Stempelabdrücke freue ich mich ja sowieso. Gerade von Stempeln, die ich immer noch nicht habe. Und ja, so. Das sind jetzt die Sachen. Ich tue das jetzt mal hier vorne rein. Das sind die Sachen aus Shans Backflip. Und es sind noch 20 Mal so viele Sachen in dem Paket gewesen. Wirklich, das ist kein Spaß. Ich meine das wirklich ernst. Shan, ich soll dir auch ganz, 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 ganz lieben Dank sagen von meinem Junior. Der hat sich mega über diesen Pikachu gefreut. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mein Kind liebt Pikachu. Er steht da so unheimlich drauf. Und jetzt hat er noch ein Portemonnaie von Pikachu bekommen. Und ja, mega geil. Er hat sich wirklich darüber gefreut. Und er ist ganz, ganz stolz darauf. Und ja, jetzt hat er quasi das passende Portemonnaie zu seinem passenden Rucksack von Pikachu und vielen, vielen Dank dafür. Meine Kleine hat in ihrem Malbuch natürlich schon rumgemalt, ja, es war ja klar, das lässt sie ja nicht immer lange auf sich sitzen. Und dann wollte ich mal sagen, woher weißt du, dass ich extrem gern Nougat esse? Woher weißt du das? Meine Lieblingsschokolade ist Nougat. Man will es kaum glauben, aber ja, es war Nougat im Paket. Ich liebe Nougat und vor allen Dingen dieser Viva-Nougat. Oh, und ich könnte mich da reinsetzen. Ich musste mich so zusammenreißen, dass ich das nicht gestern schon aufmache. Ja, das hat mich gestern Abend hier so angelächelt. Ich dachte mir so, nein, du bleibst stark, du bleibst stark, du bleibst stark. Ich bin stark geblieben, aber das wird jetzt definitiv verputzt. Shan, ich bedanke mich ganz, 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 ganz doll bei dir. Du hast mir eine unheimlich große Freude gemacht gestern. Dein Paket ist jetzt fertig. Es ist zugeklebt. Es ist jetzt endlich zugeklebt. Man glaubt es gar nicht. Und deine Adresse ist auch drauf. Mein Mann bringt es morgen zur Post. Ich habe es heute leider nicht geschafft, aber du weißt ja warum. Und ja, tausend Dank nochmal für die wunderschönen Sachen und vor allen Dingen, dass es so viel war, das hättest du gar nicht machen müssen, echt, wirklich, tausend Dank. Und Leute, schaut doch mal auf ihrem YouTube-Kanal vorbei, sie hat eindeutig viel zu wenig Abonnenten. Schaut da einfach mal vorbei, ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox, ganz, ganz wichtig, schaut da mal vorbei, lasst ihr mal ein Abo da. Sie hat noch nicht viele Videos, ich glaube, es sind 3 oder 4, aber guckt es euch an. Und da werden definitiv in nächster Zeit noch mehrere kommen. Sie hat es einfach verdient, dass da noch einige Abos dazukommen. Und ja, mit dem Video wäre ich jetzt auch am Ende. Mit dem Backflip, mit den wundertollen Sachen von Shan. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, wenn ich das Video noch hochlade. Wenn nicht, dann eine schöne Woche etc. Bleibt gesund bei dem kalten Wetter draußen und wir hören uns dann im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!